Am 1. Juni ging das ausverkaufte 19. Buyenberg Irish Folk Open Air über die Bühne. Der Bully Club e.V. lud die Besucher wieder auf eine kulinarische Weltreise in besonderer Atmosphäre ein. Auf dem internationalen Markt waren Länder wie Irland, Kuba, Peru und Mexiko mit ihren Spezialitäten vertreten. Stände, die es so nur in Buyenberg gibt. Auf der Bühne gaben sich Bands wie The Beer Mats, The High Kings und Pigeons on the Gate die Ehre. Ja, schon auftreten. Wie war das für euch? Wie war die Stimmung? Also wir sind ja zum zweiten Mal hier. Ja. Und die Stimmung ist immer super, weil wir spielen mehr in Deutschland als in der Schweiz. Wir sind Schweizer, Irländer, wir spielen mehr in Deutschland als in der Schweiz. Und wir lieben die Deutschen, weil wir sind immer so willkommen bei euch. Wir lieben es, Buyenberg. Was ist das Besondere? Was macht das Festival für Sie aus hier in Buyenberg? Es ist manchmal schwierig, wenn du auf der Bühne stehst, dann spürst du irgend so einen Vibe. So eine Vibration. Und das ist irgendwie, Buyenberg ist ganz, ganz speziell da. Einfach, du bist willkommen, die Leute sind da, die hören zu und die wollen auch Party machen. Und das hast du sehr, sehr selten. Hier hast du das. Das ist sehr cool, echt. Wenn Sie das Festival beschreiben sollten, in drei Worten, was wären diese drei Worte für Sie? Liebe, Akzeptanz, gute Musik. Das waren vier Worte, aber gute Musik zusammen. Für Veranstalter Stefan Jürgensen lief alles ganz nach Plan. Bis jetzt ist der ideale Eindruck. Wir haben 95% der Zuschauer sind hier. Die Anreise hat diesmal perfekt geklappt, alles ganz entspannt. Ja, Bands sind auch alle da. Also bis jetzt, wenn das so den Abend über weitergeht, wäre ich sehr zufrieden. Wenn Sie das Festival so in drei Worten, so was sind die Besonderheiten, so in drei Worten zusammengefasst? Boah, in drei Worten, ja, viel Liebe zum Detail, mehr als drei Worte. Schwierig. Liebe und Freundschaft, mir fällt mir jetzt wirklich nicht ein. Wir sind ja auch schon beim 19. Festival so, und wenn man so mal ins Jahr 2020 guckt, so 20. Festival, so, ist da eine Besonderheit geplant oder alles ja, wie her? Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt dabei schon oder sind schon voll in die Planung für 2020. Wir werden natürlich auch die ein oder andere geile Band da einfliegen und auch noch ein paar andere Sachen sind geplant für die Zuschauer hier. Also ich glaube schon, dass wir uns da richtig was einfallen lassen werden. Zu den Höhepunkten des Abends gehörte auch der Auftritt der holländischen Band Rapalje. Wir sind Rapalje, wir kommen aus den Niederlanden, aus der schönen Stadt Groningen. Und habt schon Lust aufs Festival? Schon aufgeregt auf den Auftritt? Ja, immer war aufgeregt, weil es so ein schönes Festival ist. Und wir sind zum 10. Mal, glaube ich, schon da. Vor uns ist ein bisschen zu Hause, weil wir das Festival so gut kennen. Aber wir haben sehr viel Lust zu spielen. Und so freut sich ganz Buyenberg schon heute auf das 20. Jubiläum im nächsten Jahr. Thank you so much!